Hallo und willkommen zurück bei Deponia Doomsday. Wieder hier in der Waste of Time in der ollen Wüste. Ja, das Zeltlager haben wir leider geflutet mit Fuelogs und Wasser. Wir haben hier ein Portalpotenzial. Da müssten wir gegebenenfalls weiter. Ich probier mal was. Bin sofort zurück. Rufus. Rufus? Rufus! Ja. Schön. Aua. Aua, aua, immer wieder aua. Oh je, Goal. Interessant, dass sie es wieder zuerst irgendwie geschafft hat. Ich wollte eigentlich nicht, dass du das hier siehst. Schon okay. Ich komm klar. Niemand sollte seinen eigenen Tod mit ansehen müssen. Das da bin ich nicht, Rufus. Das ist Rita. Was? Aber... Du hast recht. Hui, ist das verwirrend. Das letzte Mal lagst du hier. Genau so. Ich kann's ihm nicht verübeln. Ich war ja nicht da. Wir können das ändern. Ich kenne einen Weg zurück. Damit ich dann hier liegen kann? Das ist alles so deprimierend. Ja, definitiv. Sie hat aber dann keinen Ring. Also irgendwie mit der ganzen Zeitreisegeschichte, verstehe wer will. Garagentor kann immer nicht. Kann Goal helfen? Nee, ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Ja, hier hast du ein Hilfsmittel. Hier, mach mal. Oh. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Mhm. Das ist schlecht. Geh mal dahin gucken. Das ist auch neu. Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft. Oder wie das hier heißt. Aha. Ja, hier das Haus ist weg. Das heißt, wir kommen nirgendwo mehr hin. Deswegen, das hier ist auch weg. Oh, hier ist ein Brecheisen. Das ist gut. Das können wir vielleicht unten beim Garagentor benutzen. Sonst haben wir nichts. Nee, deswegen, die sind alle viel zu weit weg. Und? Uff, geschafft. Ja, und jetzt? Zumindest haben wir das Fuelog-Problem gelöst, oder? Nicht ja, wirklich. Bravo. Wir haben sie alle nach Paradox City gespült. Keine Sorge. Ich bringe uns von hier weg. Beeil dich. Dieser Ort macht mir Gänsehaut. Okay. 4D-Brille. Das heißt, da müsst ihr jetzt wieder... Aha. Ich sehe Potenzial. Genau das Loch sein. Aber unsere Pfeile werden nicht gehen. Auch das noch. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Na, ob das noch funktioniert? Doch. Aha. Das funktioniert noch, aber ich weiß nicht, ob wir da Tachyonenbrühe herkriegen. Hier ist doch noch was Nahrungsähnliches. Meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachyonenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Ekelhaft. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Zeit, sie wieder aufzuladen. Mhm. So, blub, blub. Die sind wieder pink. Wunderbar. Das heißt, wir können ja wieder aufschießen. Ja, kommen wir da auch wieder nicht nur in die Waste of also. Time? Goal, ich habe einen Ausweg gefunden. Ein Glück. Dieser Ort macht mir Gänsehaut. Zumindest hat er seit unserem letzten Besuch ordentlich Federn gelassen. Worauf warten wir noch? Ja, lass uns von hier verschwinden. Ladies first. Aha. Wow. So viele Buntpflanzen. Das sind Blumen.
Nicht einmal auf Elysium haben wir so viele davon. Seien wir ehrlich, es ist nicht komplett hässlich. Und das verdanken wir nur euch beiden. Wir waren das? Ihr habt den Krieg beendet und uns den Weg ins gelobte Land gezeigt. Und? Gibt's jetzt eine Party? Wo sind deine Mitstreiter? Die sind schon aufgebrochen. In die Vergangenheit? Die Quelle von allem, was gut und richtig ist, ne? Genau, danke. Tausendmal danke. Okay, ja, wir haben das hier veranstaltet, dadurch, dass wir halt hier Wasser reingeleitet haben, das jetzt hier komischerweise nicht mehr läuft und auch hier nicht abgezapft wird. Die Fuel-Logs sind auch nicht mehr da, keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Vielleicht wohnen die da hinten irgendwo und bauen Sandburgen. Keine Ahnung. Das ist mir alles zu hoch. Wir können mit Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Was sagt die 4D-Brille? Aha, ich sehe Potenzial. Da, ja, ich sehe auch noch Potenzial, aber da kommen wir eh nicht hin. Und da unten, aber das macht ja auch keinen Sinn. Einzige Portal, was auf ist, ist wieder das da. Danke. Tausendmal danke. Dann gehen wir mal hier zu dem Portal und ich bin müde. So. So, jetzt sind wir wieder hier. Aber hier ist kein Mensch. Super. Ist jetzt so der einzige Weg, der uns noch irgendwie bleibt. Ah. Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Wieso ist hier eine Leiter? Wer hat die Leitern dahingestellt? Was geht denn hier ab? Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Nö, ich wollte mich jetzt hier umgucken, aber das geht nicht. Okay, 4D-Brille aktivieren. Eventuell können wir jetzt... Aha, ich sehe Potenzial. Genau. Das Teil hier aktivieren, weil da kommen wir nicht runter. Deswegen, wir sind halt wieder hier in der Waste of Time, das ist klar. Aber ich weiß halt nicht, was hier unten passiert und in welchem Jahr wir hier sind. Ein Wombat, ein Schnabeltier, ist ja alles schön und gut. Wir müssen das da aufschießen. Du, Rufus? Ja? Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Du bist eine Katastrophe, zugegeben. Aber irgendwie schaffst du es am Ende doch. Du machst die Dinge besser. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber wenn ich mich so umsehe... Jetzt werd mir mal nicht rührselig. Komm, die Zukunft wartet. Na, dann wollen wir mal. Ha, Treffer! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? In welche Zeit wir auch jetzt immer hinkommen. Hey, ihr da! Was treibt ihr da? Wir sind die Einheimischen Legion. Wir sind gekommen, das heilige Land unserer Väter zu beanspruchen. Ja, ich bitt's wohl. Wir wohnen schon ewig hier. Und wir haben keinen Platz für irgendwelche dahergelaufenen Babasöhnchen. Und was willst du dagegen machen, Opa? Opa? Was für eine Unverschämtheit! Das bedeutet Krieg! Uff, da wären wir wieder. Goal, Rufus! Was treibt ihr denn noch hier?
Was macht ihr da in dem... Rita und Rocco. Dingen schau drin? Mal, Goal. Es sind Rita und Rocco. Hunderte von Fuelogs wurden in die Zwischenzeit gespült. Wir evakuieren die Stadt. Was ist mit der alten Goal? Und Angus? Die haben sich geweigert mitzukommen. Sie sind noch auf der Farm. Dann können wir noch nicht gehen. Na dann, viel Glück. Ja, euch auch. Ist dir Ritas Bauch aufgefallen? Komm schon, es ist hier nicht sicher. Ja. Du hast recht, beeilen wir uns. Fuelog-Alarm! Bringt euch in Sicherheit! Puh, das war knapp. Und nun? Wir sitzen in der Falle. Tja, sieht so aus. Das heißt... Mhm. Oh je. Tisch. Tisch ist gut. Können wir... Walze... Aha. Aha. Kann ein Rufus hier auch was machen? Oh je. Rufus? Reifen, ah ja. Tape. Tape ist immer gut. So, was... Können wir noch weiter feilen? Ich weiß es nicht. Goal feilt hier an den Sachen rum. Ah, da. Rufus macht Pause. Ah, Tape. Mehr Tapen. Oh Gott. Panzerplatten. Chips. Definitiv. Sehr, sehr wichtig. Hammer. Fertig! Hurra! Teamwork. Nach rechts! Wir müssen nach rechts! Schrei mich nicht an! Ich kann hier unten kaum etwas sehen! Ja, warum sag ich's dir doch? Rechts! Rechts! Ah! Stopp! Hier muss es sein! Dann sieh zu! Die zerlegen uns sonst noch! Nicht hetzen! Hier die Brille. Aha, ich sehe Potenzial. Geschafft. Los jetzt. Schubrakete. Halt dich fest. Uff? Was heißt denn hier? Uff? Nicht meine Schuld. Wir zerlegen uns hier schon das Fahrgestell. Was ist? Kommt hoch! Das geht nicht! Was ist das? Mein Bein ist eingeklemmt! Geht ohne uns. Ich bleibe bei ihm. Ich wäre sowieso nur Ballast. Nein! Entweder es gehen alle oder keiner. Ach, den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Komm schon, Rufus. Das da draußen ist nicht mehr unsere Zeit. Irgendwer muss die Welt jetzt noch einmal ganz neu retten. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn das nicht ihr beide wärt. Geht schon. Ja, na gut. Aber wohin? Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt für einen deiner bescheuerten Pläne. Ja, hier drüber hopsen. Aber ich frage mich gerade, was mit der alten Goal da passiert ist. Sein? In Anbetracht unserer Lage, an Wahnsinn grenzend bescheuert. Okay. Grenzend? Darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Spring!
Wo sind wir? In den Schrotthöhlen unter Kuwak. Hier hatte sich der Elefant versteckt. Elefant? Haben wir darüber schon gesprochen? Ich erzähl's dir später. Erst müssen wir einmal herausfinden, wer da am Chronokar rumkurbelt. Und es verhindern, richtig? Richtig. Aber Vorsicht, wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt wir hier gelandet sind oder, anders ausgedrückt, wie spät es gerade ist. Ich sowieso nicht. Mhm. Können wir nochmal mit ihr reden? Was Wichtiges? Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann quatsch keine Opern. Was ist eine Oper? Erklär ich dir später. Okay, wir gehen mal in die Richtung. Okay, jetzt wissen wir den Zeitpunkt. Wissen wir das? Ja, es ist der Zeitpunkt, in dem wir besser nicht hier hochklettern. Haben wir was zum Mitnehmen hier? Nein. Sind wir wieder hier. Okay, wir müssen anscheinend da hochklettern. Auch wenn uns da der Mob erwartet. Und jetzt volle Kraft voraus! Sie sind abgelenkt. Sehr gut. Fufnex, war das demütigend. Und jetzt hat er auch noch unser Umux geklaut. Wir sitzen hier fest. Kein Problem. Ich habe einen Plan. Siehst du das Ding da? Ich glaube, es ist eine Art Knickspox. Und so einen Fufnu benutzen die hier? Wenn ich es aktiviere, werden sie nicht weit kommen. Früher oder später werden sie gezwungen sein, hierher zurückzukommen. Bist du sicher? Wer weiß, wie oft wir das schon gemacht haben. Nicht oft genug. Sonst hätten sie ja unser Umux längst zurückgebracht. Klingt logisch. Aber wie bedient man das Gerät? Ich glaube, man muss nur an der Kurbel da drehen. Bitte was? Nein, stopp! Ganz falsch! Rufus, nicht! Das ist er! Das ist er! Hast du uns unser Umux zurückgebracht? Das Timepod? Nicht direkt. Dann muss ich wohl doch noch einmal kurbeln. Aha. Also wart ihr das die ganze Zeit? Ihr müsst damit aufhören. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr für ein Chaos anrichtet. Wer seid ihr überhaupt? Wir kommen aus einer zukünftigen Welt. Wir nennen sie Utox. In eurer Sprache Utopia. Utopia? Wie das Utopia, das die Illusianer erreichen wollen, indem sie Deponia sprengen? Dieser Plan war zum Scheitern verurteilt. Weil wir ihn vereiteln werden. Ja, das werdet ihr. Euer Volk wird es trotzdem eines Tages zu uns schaffen. So ist es vorherbestimmt. Zumindest war es das. War aber wir wollten keine gute nur ein Idee. Wenig Geschichtsluft rüsseln. Nur beobachten, nicht eingreifen. Doch als wir zurück in unsere Zeit kamen, gab es kein Utox mehr. Das Raumschiff, das ihr Elysium nennt, war gestartet. Und wie ein Komet auf unserem Planeten eingeschlagen. Darum kehrten wir zurück, um nach der Ursache zu forschen. Wir wollten die alte Zeitlinie wiederherstellen. Doch dann hast du unser Umux gestohlen. Durch diesen Eingriff habt ihr den Lauf der Dinge kompromittiert. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Es ist offensichtlich, dass diese Zeitlinie hier schon zu beschädigt ist. Wir müssen euer Knüxpox benutzen, damit ihr uns unser Umux wieder zurückbringt. Nein. Ihr könnt doch jetzt nicht alles wieder auf Anfang setzen. Ihr habt ja keine Ahnung, was für ein Staatsakt es war, überhaupt so weit zu kommen. Und wenn es eine Xixiade Anläufe benötigt, irgendwann werdet ihr es schaffen. Bleibt zurück. Ich werde nun das Knüxpox aktivieren. Okay, ich seh's ja ein. Aber ihr solltet mich das lieber machen lassen. Ihr macht doch alles nur kaputt mit euren Rüsselpfoten. Na gut, aber wehe, du nimmst uns auf die Stoßzähne. Dann ist deine Freundin Moxo Poxo. Moxo Poxo? Genau, alles was auch nur immer. Das nicht. Was auch immer. Utopianer. Utopianer? Also sowas. Ja, genau. Wir reden mal weißt kurz du eigentlich, was du tust? Nö. Na, hör mal. Mittlerweile solltest du mich doch wirklich gut genug kennen. Also nicht? Nicht so richtig, nein. Na dann, Chaka. Mhm.
Aber sonst noch was? Wir können am Nilbot rummachen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, hier ist noch ein Verstärkungsglied. Sehr wahrscheinlich müssen wir da am Nilbot irgendwas machen. Das hatte McChronicle eingebaut, um den Zeitreset zu verlängern. Ich glaube, meine Rufus-Sinne beginnen sich zu regen. Oh Gott. Nehmen wir mit. Was tust du da? Keine Panik. Ich weiß, was ich tue. Na, das... Er hat es nur da rausgebaut. Steckplatz. Ha. Können wir mit ihnen noch reden? Sind die noch für irgendwas empfänglich? Warum dauert das so lange? Sagt euch der Begriff Zeitschinden etwas? Natürlich. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Aha. Und, war das eine glückliche Kindheit? Arbeiten. Jetzt. Anscheinend nicht. Okay, ja dann würde ich sagen, ich mache dann erstmal mit der Folge Schluss und dann fummeln wir hier noch am Nearbot rum und schauen, was wir dann hier an der Kurbel machen. Bis zum nächsten Mal.